Teetradition mit Convenience, modernem Lifestyle und Nachhaltigkeit verbinden. Diesem Credo hat sich das Unternehmen Unicaps verschrieben. Bei unserem Unternehmen geht es um die Kombination von Bio-Tee in Bio-Kapseln. Also alle unsere Tees sind in Bio-Qualität und die Kapseln sind es auch. Was heißt das? Das heißt, dass die Kapseln auf Aluminium und Plastik verzichten. Wenn Sie sich den Erfolg der Kaffeekapselsysteme anschauen, der extrem groß ist, machen viele Milliarden Kapseln im Jahr, sind die allermeisten Kapseln aus Plastik oder aus Aluminium. Das wollen wir nicht. Wir möchten nachhaltig sein und deshalb verzichten unsere Kapseln, wie gesagt, auf Plastik und Aluminium und sind aus nachwachsenden Rohstoffen, sodass sie im Hauskompost entsorgt werden können. Im März 2018 startet die eigene Produktion von Teekapseln für bekannte Kaffeekapselsysteme. Unicaps ist überzeugt vom Standort Frankfurt-Oder. Man hat die Region aus gutem Grund für den Hauptsitz gewählt. Wir haben hier tolle Rahmenbedingungen gefunden, wir haben eine fantastische Halle hier gefunden. Wir sind eine Stunde von Berlin. Wenn mal der BER-Flug aufgeht, dann sind wir 40 Minuten vom Flughafen entfernt. Also ein super spannender Standort mit viel Unterstützung von Banken, von Fördermitteln. Wir sind hier EU-gefördert und haben hier auch mit der Halle, sehen Sie ja direkt an der Autobahn, fantastische Voraussetzungen, hier als Startup zu wachsen. Die biologisch abbaubaren Teekapseln werden unter anderem hier entwickelt, befüllt und versandt. Das Markenzeichen der Unicaps GmbH ist die geschützte und einzigartige Aromatechnologie. Dabei wird Schweizer Ingenieurskunst mit Jahrtausende alter Tradition kombiniert. Bevor wir den Tee in die Kapsel abfüllen, wird er nach einem mechanischen Verfahren patentiert zerkleinert. Das führt dazu, dass der Tee innerhalb von 30, 40 Sekunden in einer Nespresso-Maschine, weil das ist die Zeitspanne, die es dauert, eine Kapsel zuzubereiten, entsprechend den vollen Geschmack und das volle Aroma extrahieren kann. Wenn Sie Teetrinker sind, wissen Sie, dass normalerweise Tee 3 bis 5 Minuten ziehen muss. Das ist bei uns nicht der Fall. Unsere Technologie führt dazu, dass das Ganze in 30, 40 Sekunden bereitsteht. Also wir sehen uns absolut einzigartig in Deutschland und möchten den Teemarkt revolutionieren. Die Biokapseln bestehen aus nachwachsenden Rohstoffen und werden CO2-neutral hergestellt. Ebenso sind auch die Tees in den Kapseln in Bio-Qualität. Sie enthalten keine künstlichen Aromen oder Geschmacksstoffe und sind rein natürlich. Die Produktion in Frankfurt beginnt mit Kapseln, die mit Nescafé und Dolce Gusto-Systemen kompatibel sind. Damit erreicht man Millionen von Kunden in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das soll es aber noch lange nicht gewesen sein. Nach den ersten Investitionen, die im mittleren Millionenbereich lagen, will man den Markt weiter erschließen und die Produkte weiter optimieren. In den USA zum Beispiel ist Keurig sehr groß. Das ist ein anderes Kapselformat, eine andere Kapselform. Der Markt ist für uns auch sehr, sehr spannend. Insofern arbeiten wir an Keurig-Kapseln und wir versuchen natürlich auch, das Material unserer Kapseln weiter zu verbessern. Wir forschen an leichten Materialien, an Materialien, die noch schneller kompostieren, als es jetzt bei uns der Fall ist. Fortschritt mit Bezug auf Kundenzufriedenheit ist hier das Leitmotiv. Nicht nur Nachhaltigkeit, sondern auch Qualität stehen bei Unicaps im Fokus. Und es ist einfach wichtig, wenn man hier die Qualität unter Kontrolle hat. Sie haben ja gesehen, wir investieren viel Geld und auch viel Know-how in das Thema Produktion. Es ist ganz wichtig, wir arbeiten mit dem Food-Produkt, mit dem Lebensmittel, dass hier die ganzen Standards eingehalten werden. Wir sind jetzt dabei, das IFS-Zertifikat zu bekommen, also das International Food Standards-Zertifikat. Da gibt es hohe Anforderungen, die es in anderen Ländern nicht gibt. Und uns ist die Qualität sehr, sehr wichtig. Das ist unsere Referenz beim Kunden. Und insofern möchten wir idealerweise die Produktion und die Erstellung der Lebensmittel hier bei uns kontrollieren, damit wir dem Kunden immer die beste Qualität liefern können. Hilfe bei der Ansiedlung in Frankfurt-Oder und bei den bürokratischen Herausforderungen gab es unter anderem durch den Oberbürgermeister Dr. Martin Wilke und das Investor Center aus Brandenburg. Für diese großartige Unterstützung ist man sehr dankbar, so Dirk Tillmann. Naja, einmal muss der Unternehmer spüren, dass er hier willkommen ist und dass man ihm hilft und dass er auch weiß, wenn es Probleme gibt, dass wir noch da sind. Da hat das Investor Center gute Arbeit geleistet und wir hatten auch in der Verwaltung verschiedene Gesprächsrunden bis hin zu den Genehmigungsfragen. Sie wissen, das Gebäude wurde ja hier mal anderweitig genutzt. Und da denke ich, können wir also auch, wie gesagt, letztendlich die Bedingungen schaffen, also von der Genehmigungsseite, aber auch von der Infrastruktur. Damit ist eigentlich nur noch eine Frage offen. Schmeckt der Tee?
Der Super Booster, der war nicht schlecht. Ich habe den schon mal ausprobiert. Aber auch die anderen Teesorten finde ich gut. Und vor allem geht das schnell. Und man hat ja heute gehört, wie das mit der Technologie da funktioniert, dass man also Tee in Kapseln verpackt und das dann auch möglichst zügig schnell trinken kann und dann nicht mal Abfall dabei entsteht. Also das finde ich insgesamt eine runde Sache. Also ich trinke ohnehin mehr Tee inzwischen. Und da habe ich jetzt also noch eine zusätzliche Auswahl. Dann muss man gucken, dass ich dann vielleicht auch auf die Kapseln umsteige.